Du suchst den passenden Helfer für deinen Garten oder dein nächstes Bauprojekt? Dann zeige ich dir heute unseren neuen Jansen MB800 Minibagger. Wenn du etwas robustes, wendiges und flexibles Arbeitsgerät suchst, dann pass jetzt gut auf. Ich zeige dir in den nächsten paar Minuten unseren Minibagger, den MB800 von uns, von der Firma Jansen. Der MB800 wird angeliefert in einem Stahlgestell, so wie ihr ihn hier seht. Das Zubehör liegt bei, ist gut verzurrt. Lediglich müsst ihr noch den Überrollbügel umklappen, alle Schrauben nachziehen, Betriebsstoffe auffüllen und dann seid ihr einsatzbereit. Im Lieferumfang ist enthalten eine 200er, eine 350er und eine 500 mm Baggerschaufel. Optional ist ein Schwenkschaufel, ein Rechen sowie ein Baggerdaum erhältlich. Und außerdem gibt es noch einen Adapter für unser Erdbaugerät, das HBG 1500. Und kommen wir nun zu den Details und wir fangen vorne beim Baggerarm an, denn da ist eine Besonderheit gegenüber unserem MB 500, nämlich wir haben in diesem Fall eine Zusatzhydraulik. Die Zusatzhydraulik hat 18 Liter. Über eine Doppelpumpe. Außerdem haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, über die Verlegung der Stahlleitung. Und wenn man den Stahlleitungen entgegenkommt, sieht man unter anderem die LED-Beleuchtung und so könnt ihr 24 Stunden baggern. Wie ihr von unserem MB 500 bereits schon kennt, sind die Schmiernippel in jedem Fall geschützt. So machen euch Fremdkörper keine Angst mehr vor Beschädigung. Ein weiteres Highlight ist unser Schwenkarm. Er garantiert ein sicheres und vor allem flexibles Arbeiten auf engstem Raum. Das hydraulisch verstellbare Planierschild sichert vor allem eines, einen guten Stand während der Arbeit. Und wenn man sich dann so unsere Raupenketten anguckt, fällt eines auf, wir haben einen hohen Kettenaufbau. Kommen wir nun zum Thema Transport unseres Jansen MB800 Minibaggers. Wir haben am Minibagger mehrere Verzurrpunkte verbaut, wie zum Beispiel hier oder auch hier. Das gewährleistet einen sicheren Transport. Und wenn ihr einen kleineren Anhänger habt, mit zum Beispiel einer Plane, könnt ihr den Überrollbügel auch abklappen. Und kommen wir nun zur Kommandozentrale unseres Minibaggers. Ja, sitzen tut sich auf jeden Fall schon mal gut. Wir fangen mal hier auf der linken Seite an. Hier haben wir nämlich das Pedal für die Zusatzhydraulik. Wenn ihr die nicht benötigt und ihr wollt euren linken Fuß abstellen, habt ihr so die Sicherheit und bedient die Zusatzhydraulik nicht. Machen wir weiter auf der linken Seite. Dieser Hebel ist für das Planierschild. Und dieser Hebel hier dient zur Sicherheit. Denn wenn ihr den verriegelt, könnt ihr die Kreuzgelenke nicht mehr bewegen. Und jetzt nehme ich euch mal mit, wie es aus meiner Sicht aussieht. Wir haben den linken sowie rechten Kreuzhebel. Wir haben die Hebel fürs Vorwärts- sowie Rückwärtsfahren. Auf der linken Seite haben wir den Betriebsstundenzähler. Und hier haben wir den Schalter für die Hupe sowie den Schalter für LED-Beleuchtung. Unten seht ihr das Zündschloss. Auf der rechten Seite seht ihr einmal den Gashebel. Darunter befindet sich der Chokehebel. Und dieser Hebel ist einmal für die Verstellung des Schwenkarmes bzw. des kompletten Drehkranz des Minibaggers. Und für das Betanken unseres Minibaggers, aber auch alle Wartungsarbeiten, die ihr unter anderem hier seht, müssen wir einmal die Haube öffnen. Dafür den Schlüssel öffnen. Schlüssel zur Seite, weil es ist wichtig, zwei Hände dafür frei zu haben, damit man ganz vorsichtig die Haube öffnen kann. Und hier seht ihr jetzt unseren 9,5 PS starken Benzinmotor von der Marke Kola. Und ihr seht unter anderem auch, wie gut zugänglich, leicht zugänglich alle Wartungsarbeiten möglich sind, wie zum Beispiel das Tauschen des Luftfilters, aber auch das Befüllen von Hydrauliköl bzw. Benzin. Und hier seht ihr noch den sogenannten Knochen, den Batterieschalter. Und damit euch die Haube während den Arbeiten zum Beispiel nicht auf euren Kopf fällt oder auf Hände fällt durch Wind oder ähnliches, was natürlich mal sein kann auf Baustellen, haben wir eine Sicherheitsfunktion, denn er kann nicht weiter geöffnet werden wie so. Man muss zuerst den Hebel ziehen und kann dann ganz leicht mit zwei Händen wieder geschlossen werden. Danach
wieder abschließen. Und nun kommen wir zum Starten unseres Jansen MB 800 Minibaggers. Stellt einmal in den Sitz ein. Den kann man hier unten einstellen. Vor sowie halt zurück. Wichtig ist, dass er einrastet. Danach, in dem Fall, ich nehme jetzt Europax. Zündung an. Joe-Kabel rein. Gas ungefähr ein Viertel bis Hälfte. Und starten. Joe-Kabel wieder hoch. Gas erhöhen. Und jetzt zeige ich euch eine Besonderheit. Denn wir haben nämlich einen Sitzkontaktschalter verbaut. Das heißt, solltet ihr während der Arbeiten euch bewegen oder ähnliches, geht der Minibagger aus. Und während der Arbeiten verhindert euch eine Sache vom Absteigen. Der Sicherheitsgurt. Und jetzt könnt ihr baggern. Und betrachtet man sich die Bauweise, fällt vor allem eines auf. Wir haben eine Länge von 2,10 Meter. Eine Höhe mit Überrollbügel von 2,30 Meter. Und jetzt verrate ich euch, warum 800. Er hat ein Kampfgewicht von 800 Kilogramm. Und wenn du jetzt noch Fragen hast zu unserem Minibagger, dann ruf uns gerne an, schreib uns eine kurze E-Mail oder komm uns noch in Emlichheim besuchen. Bis dahin ist der Minibagger auch wieder da. Und ich mache jetzt erstmal weiter, denn ich belade jetzt den RD500 bzw. den RD600 hier auf der Baustelle unseres Kollegen.